Hallo, heute wollen wir die Industriemeister-Basisqualifikationsprüfung aus dem Fach NTG, und zwar aus dem Herbst 2013, mit der Aufgabe 4 besprechen. Bei der Aufgabe 4 geht es um ein Rohr, das an zwei Punkten festgemacht wird und mit einem Kran nach oben angehoben wird. Wir machen uns hier wieder eine kleine Skizze und versuchen dann die Lösung. Vereinfacht dargestellt haben wir es also mit einer Masse zu tun, die an zwei Punkten angeschlagen wird, an jenem Punkt und an jenem Punkt. Genau in der Mitte hängt ein Kranhaken und nimmt die Last auf, genau an dieser Stelle. Die Masse des Rohres ist hier schon umgerechnet in eine Gewichtskraft, und die Gewichtskraft sind hier genau 2000 Newton. Die Länge des Rohres, oder besser gesagt die Länge zwischen den Anschlagpunkten, sind 3200 mm. Die Höhe zwischen dem Kranhaken und der Last beträgt 1200 mm.